Hallo. So, hallo, schön wieder bei euch zu sein. Ist schon etwas länger her, wo ich beim Devaseto, beim JetzTV war. Und ihr wisst, es ist eigentlich ganz einfach mit dem Chatten. Einfach nur einloggen und dann kann man wirklich auch mit dem Chat Fragen stellen und richtig mitmachen, so dass wir miteinander diese Reise unternehmen. Ja, wollen wir am Anfang einfach mit Stille beginnen. Einfach hier sein. Wunderschön. Also, wenn es Fragen gibt oder vielleicht einen Vorschlag für ein Thema, dann schreibt es einfach in den Chat. Schön diese Stille. Wisst ihr, diese Stille ist das Verbindende. Das ist etwas, was immer hier ist. Es ist diese Stille sogar hier,
wenn man spricht, die geht nicht verloren. Es kommt ganz darauf an, auf was man den Fokus setzt. Aber dieses Hiersein, gerade jetzt, eines jeden von uns, einfach diese Präsenz, unsere Präsenz, jetzt gerade in diesem Moment, dieses Gefühl des Hierseins, einfach jetzt, genau jetzt, da gibt es nicht den geringsten Unterschied. Es ist diese pure Präsenz. Unser eigenes Hiersein, die Wahrnehmung in diesem Moment. Und geht man tiefer, sieht man, dass sogar, wenn man denkt, wenn man Gedanken hervorholt, wenn man spricht, alles diese Stille ist. Also diese Stille ist nicht eine leere Hülse, in der man sich hineinbegibt, wo nur noch Leere ist, sondern es ist eine dynamische Stille, eine Präsenz, die sofort sich in verschiedenen Dingen Ausdruck verschaffen kann. Ideen, inspirative Gedanken daraus entstehen, Ideen für neue Dinge, die man in dieses Leben bringen kann. Also diese Stille ist eine Präsenz aller Möglichkeiten, unendlich vieler Möglichkeiten. Jetzt gerade in diesem Moment. So gibt es eigentlich gar keine Verwirrung. Denn sogar, wenn ich mit dem Denkvorgang beschäftigt bin, empfinde ich diese Stille. Im Denken selber, im Gedanken selber, in diesem Gefühl des Gedankens ist diese Stille. Oder besser noch, es ist eine Form der Stille. So, nur weil wir den angelernten Gedanken, diesen Bildern, diesen Erinnerungen, diesen Eindrücken so viel Gewicht gegeben haben, so viel Wert gegeben haben, sieht es so aus, als ob sich die Stille jenseits der Gedanken, jenseits der Erinnerung versteckt. Doch in Wirklichkeit ist es so, dass einfach alles Stille ist. So können wir jetzt miteinander jeder beginnen mit dem Denken, ganz egal an was, und man empfindet sich. Ich denke, ich denke, ich empfinde mich dabei. Es ist also alles Stille. Es gibt gar keine Trennung. So brauche ich auch gar keine Angst mehr zu haben. Gar keine Angst vor Gedanken und Erinnerungen, denn in Wirklichkeit ist alles durchdrungen von dieser Stille, diesem Licht, das alles wahrnehmbar werden lässt. Diesen jetzigen Moment meines Hierseins.
faszinierend. Spürt ihr das? Spürt ihr diese Anwesenheit, diese Präsenz? Einfach jetzt. Das Gefühl, dass es hier jemand anderen gibt, ist eben nur ein Gefühl, nur eine Vorstellung in uns, die wir in uns kreieren. Wir schließen die Augen, wir holen Bilder, Vorstellungen von anderen Menschen hervor oder fühlen nur die Anwesenheit anderer. Doch dies ist alles nur eine Vorstellung, eine subtile Vorstellung. Und in Wirklichkeit ist immer dieses eine Sein, immer hier und jetzt, ist immer wahrnehmbar. Dieses Gefühl von mir, jetzt gerade, dieses einfach mein Gefühl des Hierseins. Denke ich oder denke ich nicht, das spielt gar keine Rolle. Es ist immer diese Anwesenheit. So sehe ich, dass ich derjenige bin, dass ich die Stille bin, die das Denken hervorbringt. Durch das Denken ist eben genau diese Stille. Nur hat es eine Form, die wiederum wahrgenommen wird. So können wir jetzt das Experiment miteinander, nur dass wir in uns selber entdecken, wie einfach es eigentlich ist, nur zu sein, nur kurz irgendwie mit dem Denken zu beginnen. Vielleicht, was wir vor kurzem gemacht haben. Vielleicht haben wir einen Spaziergang gemacht. Vielleicht haben wir etwas geschrieben. Einfach das, was wir sehr oft tagsüber tun, nämlich über dies und jenes nachzudenken. Wir machen dies jetzt, tun dies. Und obwohl jetzt deine Stimme zu hören ist, ist gleichzeitig auch diese Erinnerungsabfolge in mir vorhanden, die wahrnimmt, hervorholt das, was sich ereignet hat vor einiger Zeit. Und jetzt immer, selbst während ich dies tue, diese Erinnerungen hervorhole, ist dieses Hiersein meiner selbst, dieses genau dieses Gefühl jetzt. Ich spreche nicht von irgendetwas ganz Speziellen, es ist wirklich nur meine Anwesenheit, mein Gefühl des Hierseins. Und dort hinein entspanne ich mich jetzt und lasse das Denken einfach sein. Hör auf mit dem Hervorholen der Erinnerung, mit dem Entwickeln der Erinnerung, höre ich auf und entspanne mich jetzt einfach nur in meine Anwesenheit, in meine Präsenz, in diese Stille, gerade jetzt in diesem Moment. Diese reine Stille. Genau dieses Jetzt. In diesem Moment, alle Trennung hört auf. Ein subtiles Gefühl könnte ich haben, hier gibt es andere, aber das sind nur Vorstellungen. Ein Gefühl ist eine Vorstellung, die ich wahrnehme und es nimmt genau diese Präsenz wahr.
diese Präsenz dort treffen wir uns alle als eins in diesem Moment. Es gibt keinen Unterschied. Selbst wenn ich in mir, in meinem Körper-Geist-System gewisse Gefühle empfinde, nicht mal dort ist ein Unterschied. All diese Gefühle kennen wir, Wut, Hass, Traurigkeit, Freude, wir kennen es und es ist nicht mal dort ein Unterschied. Es ist nur, der Unterschied ist nur vorhanden, weil wir einen Körper haben und dieser Körper ist herangewachsen und hat eine bestimmte Geschichte hinter sich. Die ist abgespeichert. Wir sehen uns aus diesem Körper und aus dieser Geschichte heraus. Und wir sehen andere Körper und wissen, die haben eine andere Geschichte hinter sich. Doch wir sprechen jetzt einfach von diesem Hiersein. Einfach von unserem Anwesenheitsgefühl. Und da gibt es keinen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied. Es ist dieses Hiersein. Das bedeutet Einssein. Das wird überall all die großen Meister haben davon gesprochen. Also keine Trennung, alles ist eins. Wir brauchen keine Angst vor den Gedanken zu haben, vor dem Denkvorgang, denn wir beginnen mit dem Denken. Wir sind es, nicht eine fremde Macht, die sich durch uns hindurchdenkt, sondern wir. So können wir jetzt alle möglichen Gedanken hervorholen, die wir wollen. Also brauchen wir auch keine Angst vor dem Gedanken zu haben. Und der nächste Schritt ist zu sehen, dass es eben nur Gedanken sind, Gedankenbilder. Alles nur Gedankenbilder, die im selben Moment, in dem sie neue Eindrücke aufnehmen, als Bild aufnehmen, vergangen sind. Das Denken ist sehr komplex geworden, weil wir sehr viel Material angesammelt haben zum Denken, das es uns erlaubt zu denken. Doch das Denken ist kein Problem. Denn selbst während dem Denken, diese Einheit, dieses Gefühl des Hierseins. Alles ist durchdrungen von dieser Einheit. Können wir das empfinden, jetzt gerade? Ich habe den Chat selber jetzt gar nicht. Ich habe jetzt euch vorher vom Chat gesprochen und ich habe jetzt gerade gesehen, dass der Chat bei mir nicht aktiviert war. Hallo Satya, das Latan, hallo. Also, wir sagen, ich, sagen sehr oft, das ist schwierig, ich verstehe es irgendwie, aber ich kann das nicht, immer ich. Und nun gehen wir einfach langsam nur zu diesem Ich, wir bleiben bei Ich, wir bleiben einfach beim Ich. Jetzt gerade ich. Ich und Empfinden. Ich meine jetzt nicht, ich bin dies und jenes. Das lassen wir jetzt ganz langsam weg. Und empfinden nur
dieses Ich. Tauchen tief einfach in dieses Ich ein. Das können wir mit offenen oder mit geschlossenen Augen machen. Und wo sind wir? Wir kommen wieder jetzt in diesem Moment. Einen kleinen Gedanken hervorholen und er ist überhaupt nicht störend. Es ist immer alles, immer dieser Moment, diese Präsenz jetzt gerade, diese stille Präsenz in diesem Moment. Fühlen wir das? Ich finde es sehr spannend. Wisst ihr, es ist ja sehr wichtig auch, dass man erkennt, dass ich das Denken starte. Also ich starte das Denken. Und jetzt kann ich auch das Denken beenden. Immer, das können wir alle mitmachen. Wir können jetzt beginnen mit dem Nachdenken, kurz irgendwelche Gedanken hervorholen und jetzt beenden wir es. Wir hören einfach auf, wir beenden das Denken. Ich starte das Denken, denke über irgendetwas nach und höre auf. Und immer dieses Hiersein, immer dieser Moment, immer dieses Jetzt, egal was auch immer geschieht, selbst im Gedankenprozess immer diese Präsenz, diese meine Präsenz, jetzt in diesem Moment. Und so höre ich auf mit allen Trennungen. Dass es schwierig ist, dass es nicht einfach ist, dass es so und so lange Zeit braucht, sind nur Gedanken, nur eine Abfolge von Wörtern. Und diesen Wörtern haben wir bestimmte Bilder hinzugefügt, wie denn dies auszusehen hat, wie zum Beispiel die Verwirklichung auszusehen hat. Aber in Wirklichkeit, es sind nur diese Wörter. Und sie bezeichnen nicht uns. Wir selber brauchen gar keine Bezeichnung. Diese Präsenz, jetzt in diesem Moment, von uns selbst, braucht überhaupt keine Bezeichnung. Diese Präsenz ist die Kraft, die die Bezeichnungen erstehen lässt. Wir können diesen Kugelschreiber umtaufen. Das könnte jetzt einfach eine Lampe sein. Das ist jetzt kein Papier mehr, das ist ein Fahrrad. Das ist kein Handy mehr, das ist jetzt einfach eine Tomate. Sehen wir nur Wörter. Handy, Tomate, was redet denn der da? Aber wir könnten es theoretisch umformen. Wir könnten zur Tomate Handy sagen und zum Handy sagen wir Tomate. Und wenn wir uns alle hier einigen auf der Welt, dann wäre das so. Es sind nur Wörter. Nur Wörter, die wir immer neu auch gestalten und die uns zur Kommunikation, zum Verständnis dienen, dass wir die Dinge beschreiben können. Aber es sind eben nur Wörter. Und das Gleiche auch auf dem Weg zur Selbsterkenntnis. All dies, was gesagt wird, ist nicht das, was man sagen möchte, sondern es ist der Ursprung, aus dem heraus alles sagen, alles
vorstellen, alles kreieren entsteht. Es ist die Schöpfung. Es ist dieser Moment. Es ist ich selbst. Es ist hier, in diesem Moment. So können wir auch ganz langsam auch beginnen, spielerisch mit diesen Gedanken zu spielen. Also nicht mehr ihnen zu glauben, sondern mit ihnen zu spielen. Sehr oft, wenn wir in Meditation gehen und uns selbst erfahren, diese Stille, dieser Frieden, und wir kommen wieder zurück, sind dann gleich wieder die ganzen Probleme hier, die uns hier in diesem Leben vielleicht irgendwie bedrücken. Und wir werden wieder mitgerissen in den Strom, in diesen Problemstrom. Doch nun, wenn man wirklich sieht und spürt, dass ich der Erschaffer dieser Gedanken bin, dass ich diese Gedanken hervorbringen muss, dass ich all diese Vorstellungen, diese Erinnerungen hervorbringen muss und dann anhand von dieser Vorstellungen eventuell oder bis jetzt gelitten habe, dann hat es auf einmal jetzt etwas ganz Neues. Dann sehe ich, dass ich nicht eben das Opfer bin von irgendwelchen Gedanken, sondern dass ich der Schöpfer bin. So kann ich nicht nur einfach diese Stille genießen, die in Wirklichkeit auch hier ist, wenn man denkt, sondern ich kann auch den Denkvorgang, das Denken genießen und ich kann, anstatt mich selbst immer wieder in diese nicht so gut Stimmungsgedanken hineinzudenken, freudvolle Gedanken, eine freudvolle Grundstimmung erschaffen, kreieren, wo mir selber und der Umgebung und allem gut tut. Und es wird dann mehr und mehr, das zieht alles das Gleiche, zieht das Gleiche an. Wenn es mir schlecht geht und wenn ich immer diese negative Grundstimmung in mir pflege und es wird sehr leicht gemacht, dann ist alles, wird alles dunkel. Es zieht immer mehr von diesen Schwingungen an, die genau sich so anfühlen. Und so kann ich kreieren, kann ich diese freudvollen Stimmungen kreieren. Also nicht mehr als Opfer, sondern ich kann es auch umwandeln. Oder ich bin einfach nur. Ich bin einfach nur diese Stille. Einfach dieses Hiersein. Aber dieses Leben ist unendlich. Dieses Leben hört nicht auf. Es hat kein Ende. Es hat keinen Anfang und kein Ende. Und so werden wir selber in uns spüren, was denn geschehen soll, was denn sich äußern, was sich irgendwie durch uns hindurch der Welt zeigen möchte, was das Leben durch uns präsentieren möchte. Das ist das Spannende dabei. Also wir reden hier nicht von negativ und positiv in dem Sinn, dass wir nur zwischen diesen zwei wählen können, denn das wäre auf Dauer einfach auch nicht wirksam. Denn wenn ich das Negative annehme, dann gibt es das Positive, nämlich das Positive an, nur das Positive und glaube dem Positiven, dann glaube ich im Hintergrund auch an das Negative. Denn ansonsten brauche ich das Positive nicht. Es geht also darum, zuerst jetzt dieses meines Hiersein jetzt zu entdecken und zu sein, jetzt gerade in diesem Moment. Das ist sozusagen der Mittelpunkt. Es ist die Mitte.
Die Mitte, das bin ich. Und dort bin ich immer. Und aus dieser Mitte heraus entsteht alles. Und weil ich diese Mitte, mich selbst noch nicht so richtig angenommen habe, mir selbst noch nicht so richtig vertraue, bin ich sehr oft Opfer von Gefühlen, von Stimmungen, die gerade hier sind. Doch wenn ich in diesem Zentrum, wenn ich dieses Zentrum bin, wenn ich zu diesem Zentrum geworden bin, zu dieser dynamischen Stille geworden bin, dann werde ich beginnen, aus Freude heraus Freude, freudvolle Stimmungen hervorzubringen, inspirative Gedanken hervorzubringen. Und ich verlasse das alte Muster, immer nur mich selber immer tiefer und tiefer irgendwo hinunterzubringen. Dann sehe ich sehr wohl, dass ich eben die Dinge sehr wohl ändern kann. Am Anfang mag das vielleicht ein wenig ecken, weil wir es gewohnt sind, sehr gerne in den negativen Grundstimmungen zu baden. Doch immer mehr wird diese Wachheit, diese Präsenz, nämlich wir selber, es sofort erkennen und es wird diese Präsenz, wird es sofort sein lassen. Sie wird nicht mehr weiter an dieser Kreation weiterarbeiten, an dieser Kreation der schlechten Stimmung. Es wird sofort diese Kreation in eine freudvolle Stimmung bringen und kreieren. Dann ist man wirklich ganz entspannt im Hier und Jetzt. Dann hat man keine Angst mehr. Man hat keine Angst mehr von den Gedanken, vor den Erinnerungen. Man kann wirklich einfach nur so sein. Also man ist dann einfach nur. Jetzt. Jetzt ist man einfach nur. Genau diese Präsenz. Können wir das fühlen? Ramana Maharshi, er hat es auch öfters erwähnt. Er hat auch von diesem Ich Bin gesprochen. Also nicht nur Nisargadatta Maharaj, der berühmt geworden ist mit seinen drei Büchern Ich Bin, aber auch Ramana Maharshi hat von diesem Ich Bin gesprochen. Ich Bin. Also ich bin nicht der Name, ich bin nicht die Geschichte, sondern ich bin. Und dieses Empfinden meiner selbst, dieses, wenn ich sage, ich bin, ich, und dann empfinden, jetzt, nicht irgendwo in irgendwas hineindenkend empfinden, dass ich irgendeine Vorstellung von einem wahren Selbst hervorhole, sondern wirklich in diesem Moment entspannen. Wenn dies geschieht, die Trennung hört auf. In diesem Moment völlige Präsenz, völliges, klares, lichtvolles Hiersein in diesem Moment. Ja. Wie geht es euch damit? Wie sind wir zusammen? Fühlen wir es?
Gut. Dieses Ich bin, ist das nicht schon der erste Gedanke, Impuls einer Person? Sehr gut. Okay. Wenn ich sage Ich, wenn ich dieses Ich bin empfinde, dieses Ich, dann ja, mir geht es gut im Hier und Jetzt. Das ist es, super. Ja, das ist genau das, dass wir eben nicht mehr so wie wir es bisher gemacht haben, unseren Gedankenbildern und Vorstellungen und Denkvorgängen den Glauben schenken. Bisher haben wir immer das Gefühl gehabt, dass wenn wir denken, dann sind wir. Wir meinten immer, wenn ich denke, bin ich. Wir sind immer von dem ausgegangen, nur wenn ich das Denken in Gang halte, dann bin ich. Und so haben wir uns völlig eben in diese äußere Welt hineinbegeben und völlig mit dieser äußeren Welt identifiziert, die sehr komplex geworden ist, in allerlei Hinsicht. Versteht ihr? Also man hat sich völlig nur mit dem Denkvorgang und mit den Denkinhalten identifiziert. Wir haben uns selber zu einer Denkmaschine limitiert. Also das ganze Körper-Geist-System ist eigentlich nichts anderes als wie eine Denkmaschine, also eine Denkmaschine. Wir sehen uns, wenn wir nur denken, eben uns nur dort, nur in diesem äußeren, in diesem sogenannten äußeren Bereich. Haben aber dabei uns selbst geopfert für diesen äußeren Bereich. Wir haben uns selbst vergessen. Doch das Erinnern an uns selbst ist gar nicht so schwer. Es ist nicht mal ein Erinnern. Es ist jetzt einfach zu erkennen, dass ich der Seher bin, der dies wahrnimmt, der die Gedanken wahrnimmt, der weiß, wann er mit dem Denken startet. Und jetzt, Latan, sobald ich mit einem Denkprozess starte, dann ist das natürlich verbunden mit einer gewissen Schwingung, mit einer gewissen Energie. Und die ist körperlich fühlbar. Also das Denken ist subtil einfach eine Energiebewegung, eine Schwingung, die man fühlen kann. Die fühlt man. Doch fühlen tut es eben dieses wahre Selbst, von dem Ramana Maharshi gesprochen hat, oder diese Stille, oder diese Göttlichkeit. Das ist die ursprüngliche Intelligenz, die alles wahrnimmt und eben auch fühlt, die den Körper wahrnimmt, die Gedanken wahrnimmt und die fühlt. So, wenn ich jetzt mit dem Denken beginne, habe ich auch
ein gewisses Gefühl dabei, dass ich denke. Und wenn ich nun völlig einfach eintauche in dieses Hierseinsgefühl von mir selber, dann gibt es gar keine Trennung. Dann ist sogar, wenn ich spreche, wenn ich denke, immer dieses Hier und Jetzt. Also, sehr subtil das Ganze. Ich bin eine Art Gefühl, das ich wahrnehmen kann. Aber ich bin das Licht, das all dies wahrnimmt. Also ich beobachte, sehe sogar dieses Ich Bin. Darum reden wir davon. Doch wenn ich in diesem Ich Bin bin, wenn ich in diesem Ich Bin hineintauche, wenn ich dieses annehmen kann, dann verschwindet alle Angst. Weil genau dieses Ich Bin ist in uns das, was wir denken, das ist das schlimme Ego. Das ist der böse Verstand, der uns andauernd irgendwie K.O. schlagen möchte. Doch sobald ich eben genau mein Ich, dieses Ich annehme, dass ich Ja sage, bedeutet nicht Ja zu sagen zu dem, was man ist, in dem Sinn, was man an, was für eine Arbeit, das man macht, was man tut, was man im Leben so gestaltet. Nicht dieses annehmen, sondern einfach dieses Hierseinsgefühl meiner selbst, dieses Ich Bin, dieses Ich annehmen und dann eintauchen. Eintauchen dort und dort bleiben. Zum ersten Mal hören wir mit dem Kämpfen auf. Wir haben nicht mal mehr das Gefühl, dass irgendwas in uns drinnen ist, was uns bekämpft. Denn wir tauchen völlig ein in uns selbst. Wir nehmen uns völlig an, vertrauen uns selbst. Das ist sehr intensiv. Denn wenn wir das tun, dann sehen wir, dass eigentlich alles aufhört, alle Trennung. Wir sehen den kleinsten Gedankenfunken und wir sehen diese Leerheit in diesen Gedanken. Wir sehen diese durchdringende Leerheit in allem, was wahrnehmbar ist. Wir werden selbst zu dieser Leerheit, zu dieser völligen Anwesenheit, Stille in diesem Moment. Wir werden zu dieser Intelligenz, die jetzt in jedem Moment starten kann, mit dem Nachdenken, mit allem, was aus dieser Intelligenz hervorkommen möchte. Und diese Intelligenz ist jetzt hier. Es ist das, was wir alle sind, ohne Trennung. Diese Stimme, die ihr jetzt da hört, die jetzt da Wörter von sich gibt, auch das bin ich. Mit ich meine ich auch dich, uns alle. Also nicht mal dort gibt es eine Trennung. Wir können kurz die Augen schließen und selbst jetzt, wenn diese Stimme hörbar wird, sie diese Stimme als mich zu empfinden. Ich bin es, der jetzt redet. Ich bin es, der jetzt mir selbst diese Gedanken macht. Wir hören völlig auf mit jeglicher Trennung. Und immer und immer wieder dieses jetzige Hiersein, diese Wahrnehmung in diesem Moment. Auch wenn es im Außen mal als leidend erscheint, ohne Bewertung, ist auch das schön zu erleben. Aber warum fallen so schnell wieder ins Denken? Sie scheinen leiden zu wollen, um sich selbst zu spüren.
kann ich es oft im nächsten Umfeld beobachten. Aber auch da wieder eine schöne Erfahrung. Wenn ich anwesend und still bin, erfahren sie auch Stille und Ruhe. Also Satsang in der Welt. Sehr schön, genau. Spürt ihr das auch, was jetzt passiert? Jetzt, es ist unglaublich. Ich muss immer wieder erwähnen, diese Erde ist wirklich, das ist so unglaublich lichtvoll geworden, diese Erde. Sie leuchtet. Es ist so viel Licht da. Mit diesem Licht meine ich dieses Bewusstsein, unser Selbst. Das heißt, auch Menschen, die bis vor kurzem nichts mit irgendwelchen meditativen Praktiken am Hut hatten, sehen Dinge, die ihnen vorher gar nicht so aufgefallen sind, werden Dinge bewusst, die vorher sie gar nicht beachtet haben. Das ist eben, weil dieses Licht so groß ist, dieses Licht der Wahrnehmung, dieses Bewusstsein, das ist das Fantastische. Und jetzt ist es so, dass wir vor der Wende stehen. Das System, dieses alte System, das bis jetzt seinen Zweck erfüllt hat, dienlich war, bricht jetzt völlig in sich zusammen. Und genau dieses Neue geschieht, nämlich dieses Einheitsbewusstsein, dieser jetzige Moment. Und dann zum ersten Mal beginnt ein Zusammenleben. Vorher haben nur Bilder, Vorstellungen zusammengelebt, Meinungen zusammengelebt. Aber das war so gut wie nicht möglich. Denn eine Meinung war gegen die andere Meinung und es gab Kampf. Doch nun gehen wir durch all diese Vorstellungen von Meinungen und Gedanken hindurch und sehen, dass alles eins ist, dass alles diese eine Energie ist. Das ist das richtig wahre Einheitsbewusstsein. Und aus diesem heraus wird alles neu erschaffen. Da gibt es keine Konkurrenz mehr. Das sind alles Vorstellungen, die in alte Muster, in alte Welten gehören. Jetzt beginnt wirklich das Jetzt zu leben, sich zu entfalten. Das ist unglaublich. Und das, wie du sagst, transzendentale Orientierung in anderer Dimension. Sehr gut. Das ist gut. Hey, das wäre irgendwie so ein Aufhänger für so eine neue Webseite für die Satsang-Bewegung zum Beispiel im Facebook. Das ist eigentlich, das ist genau, wenn man das so sieht, wie du sagst, ja, das, dieses Tod. Genau, es ist nichts anderes als wie ein Transzendieren, nicht ein Wegtun, sondern ein Umwandeln, ein Transformieren, ein drüber hinweggehen, ein Durchgehen, ja. Und so sehen wir eigentlich, dass eigentlich alles im Bereich der Vorstellung ist, der Gedanken. Also alles, auch unser Körper, nur ein Gedanke ist. Eine Vorstellung, ein Gedanke ist, den wir wahrnehmen. Genauso, wenn wir des Nachts vielleicht träumen, auch diese Welt eine Vorstellung ist. Einfach auch nur eine Vorstellung. Und die verschwindet, sobald wir die Augen öffnen.
diese Welt hier verschwindet, wenn wir unsere Augen schließen und uns des Nachts schlafen legen. Und die Traumwelt mag beginnen. Und die Traumwelt verschwindet, wenn wir die Augen in diesem Körper wieder öffnen. Und was bleibt, ist immer einfach dieses Hiersein, dieses Hier und Jetzt, in dem alles geschieht. Das ist es. Ramana Maharshi hat, ihr wisst es, bevor der körperliche Tod bevorstand, haben seine Freunde, seine Menschen um ihn herum natürlich geweint. Und Ramana Maharshi hat gesagt, ja, was weint ihr? Wo soll ich denn hingehen? Ich bin doch hier. Und das sind wir eben alle. Es ist alles dieses Hiersein. Nur in der Vorstellung kreieren wir andere Welten. Aber es ist immer dieses Hiersein. Und natürlich, das Leben geht weiter. Das Leben hört nicht auf mit dem Verschwinden dieses Gedankens des Körpers. Es geht immer weiter. Das hat immer tiefere, neuere Erlebnisse bereit. Ich meine, die Tatsache, dass wir hier sind, dass wir jetzt hier sind, miteinander sprechen, alleine diese Tatsache ist doch etwas Unglaubliches, etwas Wunderbares, was sich ereignet. Und so hat das Leben natürlich immer wieder neue, 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 neue Überraschungen. Jetzt kommen wir von dem identifizierten Bewusstsein an, identifiziert mit diesen ganzen Gedankeninhalten, mit den ganzen Erlebnissen, dringen wir durch und erkennen uns selbst als die durchdringende Einheit, als die Intelligenz. Und der nächste Schritt wird eine mehr geistige Welt zur Folge haben, in der wir uns dann bewegen und leben. Es geht immer weiter und weiter. Was bleibt, ist immer dieses Hiersein. Was bleibt, ist immer die Quelle, der Ursprung, diese Intelligenz. Das ist immer, was bleibt. Was auch immer dann die Vorstellungen, die Erfahrungen sind, das, was man erlebt, das ist das nächste Mysterium, das sich unendlich an Möglichkeiten entfaltet. Bald ist das ganze Leben nur noch Satsang. Genau. Es ist dann alles, was es ohnehin schon ist, diese eine Wahrheit, dieses eine Sein, dieses Sein an sich, keine Erklärung bedürftig, einfach dieses Sein. Alles ist dann in dieser Gemeinschaft.
Die Gemeinschaft ist zu diesem Sein geworden. Und das bringt mit sich eben dieses Unglaubliche an Energie, an Schwingungserhöhung, Anhebung, wo alles noch intensiver werden lässt, kreativer werden lässt. Nicht mehr, wir werden nach und nach nicht mehr an alten Mustern hängen, wenn sie uns alte Schwingungen, Stimmungen, die uns herunterbringen, weil wir die Kraft in uns entdecken, dies zu ändern und nicht dort zu bleiben, dass wir sehen, dass es nicht nötig ist, in schlechte Stimmungen zu baden, sondern wir können es sofort ändern. Wir können es in gute Stimmungen umwandeln oder wir können einfach im einfachen Frieden, im Ursprung, in dieser Stille sein, einfach genießen. Aber nicht nötig, uns selbst herunterzubringen, körperlich herunterzubringen, alle Stimmen, alle Schwingungen auf ganz langsame Schwingungen zu bringen, sondern mehr und mehr sie auch zu erhöhen, sie zu transformieren, sie mit diesen Schwingungen, mit diesen Gedanken, mit diesen Vorstellungen zu arbeiten. Wundervoll. Ja, schön. Ja, sag dir das, wie du sagst. Es war bisher so, dass man meint, wenn nichts in einem sich bewegt, dann ist man nicht. Und so hat man schwer daran gearbeitet, dass man sich irgendwie fühlt und sei es sogar zu leiden. Wenigstens das Leiden. Ich leide zumindest. Das gibt mir das Gefühl, dass ich bin. Weil wir völlig uns entfremdet sind, auch durch die verschiedenen religiösen Schriften. Jeder sagt, wie es aussieht und was zu tun ist. Aber man hat dieses einfache Hiersein unser Selbst einfach außer Acht gelassen, für das es wirklich nichts zu tun gibt. Das ist das Einzige, was wirklich kostenlos ist, völlig gratis ist. Dieses Hiersein kostet gar nichts. Und für dieses Hiersein, es ist auch das Einzige, wo ich wirklich nichts dafür zu tun brauche. Da kann ich wirklich einfach nur sein. Mich selber kann ich wirklich einfach nur sein. Hier brauche ich nicht mal etwas dafür zu tun. Wenn ich mit dem Tun beginne, dann weiß ich schon, dass ich wieder am Weg bin, dass ich wieder renne. Das ist, was die Essenz, was die Quelle, den Ursprung anlangt, gar nicht nötig. Was mich selber anlangt, genügt es einfach zu sein. Und das ist jetzt genau dieses Tod, TOD, diese transzendentale Orientierung in diese völlig neue Dimension. Eigentlich ist es ja keine neue Dimension, aber weil wir uns so lange in diesen alten Bewusstseins herumbegeben haben, ist es wie etwas Neues. Auf einmal durch diesen ganzen dicken Wolken hindurch tut sich dieses unser Bewusstsein auf. Es leuchtet immer mehr und immer mehr werde ich mir selber bewusst. Deshalb ist es neu. Und das Schöne ist, dieses
Jetzige, dieses Hier und Jetzt, dieses wahre Hier und Jetzt ist immer neu. Es ist immer neu. Denn ich sehe auch, erkenne, wenn ich nur von einer Vorstellung des Hier und Jetzt lebe. Wenn ich nur von einer Vorstellung lebe. Auch dies ist in diesem Bewusstsein sofort klar hier. Und immer mehr wird deinem auch bewusst, dass ich das gar nicht halten brauche. Denn es ist das, ich selber bin der Halt, der den Dingen Halt gibt. Aber ich brauche mich nicht mehr selber an irgendwas halten. Also an keinen Gedanken, an keine Vorstellung, an keine Emotion. Alles dies kann ich genießen, kann ich freudvoll gestalten und genießen, aber ich brauche an nichts mich festzuhalten. Denn, wie gesagt, ich bin derjenige, der all diese Dinge hervorholt und mit all diesen Dingen arbeitet. Gut. Sollen wir noch ein wenig weitermachen? Ich glaube, es steht heute nichts an. Habt ihr noch Lust? Also ich lese vor, sagte das. Man kann doch ein Programm nicht mit dem Programm verlassen. Es muss sterben, beziehungsweise deinstalliert werden, wenn es nicht mehr nützlich ist. Sonst ist es einfach nur belastend für den Hauptspeicher. Das selbst. Es ist so, also wenn ich den Computer hernehme und darauf ein neues Programm installiere, sprich eine DVD oder CD-ROM eingebe und dann das Programm installiere oder ein Programm vom Internet herhole und es auf dem Computer installiere, dann wird der Installationsvorgang in Gang gesetzt. Nachher sehe ich vielleicht, das Programm brauche ich gar nicht oder es funktioniert nicht so gut und dann deinstalliere ich dieses Programm wieder. Und das Schöne dabei ist, ich habe es gemacht. Also ich bin programmunabhängig. Ich mache das Programm. Ich installiere oder deinstalliere das Programm. Es bleibt immer diese Quelle. Es bleibt immer, ich selbst habe es getan, dieses Selbst. Dieses bleibt immer. Und dieses Selbst erkennt alle Programme. Erkennt genau die Programme. Wir sind alle auf unsere Art und Weise programmiert. Haben Dinge gelesen, Dinge gelernt und haben bisher eben von einem bestimmten Programm gelebt. So wie es eigentlich noch viele Menschen noch tun, nach einem Programm zu leben. Aber auf einmal dieses Zurücktreten oder wie du gesagt hast, diese transzendentale Orientierung in eine andere Dimension. Mit dieser anderen Dimension natürlich meinst du ja dieses Jetzt, unser Hiersein. Auf einmal ganz klar ersichtlich. Und dann löst sich das Programm auf. Oder ich bin mir bewusst der
Programme. Ich bin mir bewusst des Programmes, nachdem ich eigentlich gelebt habe. Das Programm, das mich gelebt habe, gelebt hat. So ist sogar nicht mal mehr dieses Programm belastend. Dann ist es gar nicht mehr hier. Ich arbeite gar nicht mehr länger. Ich kann es jederzeit wieder hervorholen, mir bewusst machen, wie das funktioniert. Aber es ist nicht weiter mehr störend. Also es hat gar kein Gewicht mehr. Die Matrix angelehnt. Ja, wir sind die Schöpflinge. Wir sind die Schöpflinge. Ja, wir sind die Schöpflinge. Schöpflinge, da musst du auch ein R drauf machen mit dem Kreis. Oder C. Copyright. Genau, es ist dann einfach dieses völlig freie Bewusstsein. Und es hat, dort ist der Speicher endlos. Dieser Speicher, der hat keine Grenzen. Da gibt es kein bestimmten 500 Gigabyte Grenze oder so, sondern das ist wirklich unendlich. Von Speicher zu reden stimmt eigentlich gar nicht, weil man braucht ja nichts abzuspeichern. Es ist ja nichts, was man abspeichern kann. Man lebt. Man lebt, man geht durch, erfahrt, man fährt durch. Bisher haben wir uns an diese Dinge gehalten, sind stolz gewesen auf unser Wissen, was wir haben, sind auf die stolz gewesen, haben uns daran gehalten. Doch in diesem jetzigen Bewusstsein, diesem Hier und Jetzt, gibt es dieses Halten gar nicht mehr. Und deshalb auch kein Gewicht mehr. Auf einmal alles wird schwerelos. Auf einmal sehen wir, dass nichts mehr ein Gewicht hat. Dass alles fließt, dass dieses Bewusstsein völlig frei ist. Selbst wenn Dinge erscheinen, dieses Bewusstsein ist völlig frei. Genau. Hier ist immer genug Kreativität für Neues. Unendlich. Lass uns die Bewegung No Copyright starten. All S eins. Gut, ja. No copyright. Das ist gut. Da können wir gleich beginnen damit. Die No Copyright Bewegung.
Gut, okay. Super. Stille ist erwachte Begegnung. Freunde sind Menschen, die miteinander in Stille sein können. Da bewegen wir uns wirklich jetzt auf völlig neue Dimensionen, in neue Dimensionen. Ihr hört alles alte, alle alten Muster völlig auf. Hier bewegen wir uns völlig, auch in der Sprache, mit in Teilen. Alles wird völlig neu, lichter, lichtvoller, kreativer, aber alles mit diesem Licht durchflutet, ohne dass irgendwelche alten Strukturen dranhängen. Wunderschön. Neue Lichtvorgabe. Sagt ihr das, schreibt ihr das bitte, da hat jetzt alles raus aus dem Chat. Sehr schön, Lichtvokabeln. Gut. Das ist doch sehr interessant, nämlich so dieses einfach dieses Schöpferische, dieses passieren lassen, nichts mehr halten, nichts mehr zurückhalten, einfach es wirklich geschehen lassen. Das ist einfach geben. Das ist einfach, wie das Leben ist, so ein Geben, eine Fülle, unglaublich. Mozart zum Beispiel war unglaublich an was durch ihn passiert ist, diese Musik, wenn ihr Mozart gehört habt, die Sinfonien, seine Klavierkonzerte, kurze Ideen, Melodiefolgen, andere Komponisten hätten aus diesen paar Takten völlige ganze Sinfonien gemacht. Doch Mozart hat diese Ideen nur kurz einmal anklingen lassen. Und schon weiter. Es hat sich weiterentwickelt. Es war völlig offen. Er hat sich nicht darum gekümmert, irgendwas zurückzuhalten, irgendwas zu verstecken, sondern alles, er war wie ein offener Kanal. Und ihm auch ganz wichtig, diese Freude zu spüren. Im Briefverkehr kann man das sehr deutlich sehen, dass er sehr oft an seinen Vater, an seine Frau geschrieben hat, dass man sich gut fühlen soll, dass man sich freudvoll fühlen soll. Sogar an Zeiten, wo es ihm gar nicht gut ging, war er immer aufgelegt zu späßen. Also er hat wirklich das Leben gelebt, auch wenn es für ihn sehr oft dann schwierig wurde. Aber trotzdem hat er sich immer versucht, sich gut zu fühlen. Und dieses Gutfühlen war diese Inspiration, aus dem diese fantastischen, wundervollen Werke entstanden sind. Genial. So, weil du jetzt gesagt hast, ich habe es im Kopf, genau. Es passiert. Die Dinge kommen hervor, 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 entwickeln sich. Es ist einfach genial. Völlig offen. Einfach ein Geschehen. Es ist völlig frei.
Ich bin auch, wenn ich rede, ich höre eigentlich mir nur selber zu, wie es passiert, was geschieht. Und das ist einfach das Abenteuer, das wahre Abenteuer. Nicht, dass ich mir ein Abenteuer suchen muss, einen körperlichen Kick suchen muss, sondern das ist das wahre Abenteuer, dieses Geschehen, dieser Kanal zu werden, dieser Durchgang zu werden. Ach, fantastisch. Ach, der Salzburger Zar. Was heißt denn immer das Zensurierte, Zensor? Wenn man im Verrücktsein seine Mitte nicht verliert, heißt das wohl erwacht sein, nicht wahr? Ja, verrückt, verrückt. Also, der wahre Sinn des Wortes, verrückt, man ist aus der Identifikation mit den Gedankeninhalten, mit seiner Geschichte verrückt. Man ist verrückt, man hat sich wegbewegt und zieht auf einmal sich nicht mehr in dieser Identifikation, sondern zieht diese Identifikation. Also, man ist so gesehen verrückt. Das ist auch nichts anderes wie Erwachtsein. Vorher war man im Schlaf. Man hat sich mit all diesen äußerlichen Dingen abgegeben, hat gelitten, doch dann dieses Erwachen und man erkennt die Traumwelt. Man erkennt diese Traumbeschaffenheit aller Dinge, die wir wahrnehmen. Erwacht. Sehr schön. Ja. Aha. Nochmal von vorher. Verrückt zu sein heißt nur, nicht mehr angebunden zu sein. Exactly. Es ist jetzt eben auch diese Übergangszeit und Satya Das, du hast es auch schon erwähnt. Wir müssen jetzt einfach in uns selbst, ja, manchmal kann es geschehen, dass wir in all die Muster, also in all die Identifikationen hineinbrechen, dass wir uns vielleicht, wenn wir uns eben die Lebensumstände irgendwie vorstellen jetzt gerade ein wenig, und die vielleicht ein wenig kompliziert sind, und dann mag es diese Spannungen geben. Doch nun haben wir dieses einfache Mittel zur Hand, nämlich uns selbst, wirklich uns selbst. Das heißt, wenn dies geschieht, sehen wir, dass es hier ist. Wir sehen, dass der Körper sich nicht gut anfühlt, dass es eine Spannung gibt. Und wir sehen zugleich ganz klar und deutlich, warum es so ist. Weil wir uns für einen Moment wieder an Vorstellungen verhaftet sind. Und weil wir dann genau diese Vorstellungen immer wieder hervorholen, die eben dieses Spannungsgefühl in uns auslöst, im Körper, es deshalb bleibt. Und so können wir dann experimental, spielerisch, können wir beginnen, wenn dies geschieht, es einfach nicht mehr weiter anzuheizen, weiter Brennstoff zu geben in Form von Vorstellungen und Gedanken, die dies unterstützen, sondern wir sehen es. Wir können dann beginnen, einfach nur zu sein, ohne weitere Gedanken
zu kreieren, die dazu passen, zu diesem Gefühl, es am Laufen halten. Und in nächster Folge beginnen auch umzuwandeln. Also es gleich völlig sein zu lassen und gleich Freude, 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 Freude zu fühlen. Das kann jetzt in dieser Zeit noch ein wenig geschehen. Also keine Angst, wenn es geschieht, dann einfach entspannen. Keine Angst. Keine Angst vor nichts. Wir sind gut aufgehoben im Leben. Durch das Leben sind wir hier, wir sprechen miteinander, wir sind jetzt hier, wir sind sehr gut aufgehoben. Und einfach völlige Hingabe an das Leben, an mich selbst, an dieses Hier und Jetzt, an diesen Moment. Und die Dinge werden alle okay werden. Es wird alles okay werden. Nicht mehr angewohnt sein und wir sehen das alte Muster. Der nahe die Nullpunktenergie, ein unerschöpfliches Potenzial im Hier und Jetzt, dem Moment. Denn ich falle auch oft noch ins alte Muster. Muster sind Mandalas der Matrix. Als solche erkannt, sind es nur hübsche Bilder. Das reicht als Erinnerung. Ja, sehr schön. Also keine Angst, selbst wenn dies geschieht. Jetzt noch einmal, das Alte bäumt sich zum letzten Mal auf. All dieses Alte möchte jetzt noch einmal so richtig alles in die Hand nehmen. Das heißt, alles kommt in uns hoch. Umso mehr, dass wir uns der Dinge bewusst werden, umso mehr kommt das Schattenreich noch hoch. Es war immer schon hier, doch so ist es uns noch gar nicht bewusst geworden, weil wir noch nicht dieses Bewusstsein, dieses Licht hatten. Wir haben vorher so schnell gelebt, auch in Gedanken, dass uns viele Dinge noch gar nicht bewusst waren. Doch umso mehr wir wahrnehmen, bewusst werden, aufmerksam uns selbst betrachten, umso mehr dies geschieht, umso mehr sieht man natürlich auch die bis dato noch versteckten Dinge. Also keine Angst, das ist ein gutes Zeichen. Wenn dies geschieht, wenn man dies erkennt und sieht, wie die alten Muster in einem noch arbeiten, heißt das nur, das Bewusstsein ist sehr, sehr groß. Dieses Sehen ist sehr, sehr groß. Deshalb kommen noch diese Dinge hervor, diese alten Muster. Man sieht sie besser. Was wir erkennen bei Menschen, die bisher noch nicht so diese Bewusstseinsarbeit an sich gemacht haben, aber die von diesem Licht, Bewusstseinslicht berührt werden, das sind die Ereignisse in der Außenwelt. 2011 fast der ganze arabische, alle Staaten hatten dort die Revolution. Occupy Wall Street. Das sind zum größten Teil noch Menschen, die nicht diese meditative Erfahrung hatten oder sich mit sich beschäftigt haben. Aber weil eben dieses Licht so groß auf dieser Erde geworden ist, ist ihnen das unerträglich geworden. Sie sehen diese diktatorischen Strukturen, auch bei der Occupy Wall Street Bewegung. Alles wird sehr sichtbar und es beginnt zu schmerzen. Man sieht, in was für einem Programm man bisher gelebt hat. Das ist das Wunderbare. Also nur keine Angst zu haben. Selbst wenn es dies geschieht, nicht länger darüber einen Gedanken zu verschwenden. Sollte es vielleicht doch geschehen, dass man ein wenig wieder nach alter Gewohnheit mit diesen Stimmungen umgeht,
Einfach zu wissen, nein, das muss nicht sein. Es muss nicht sein, dass ich leide. Jetzt, in diesem Moment, höre ich auf. Keine Gedanken in diese Richtung mehr. Ich beginne mich gut zu fühlen. Ich beginne mich hier zu fühlen. Ich beginne mich selbst zu fühlen. Ich beginne mich selbst zu sein. Ich beginne zu sein, sein, hier und jetzt. Das ist wunderbar. Gut, dann sehr schön. Gut. Nun gut, dass Satya das alles im Kopf hat, dann muss ich mich um das ja dann hier nicht kümmern. Und ja, wollen wir noch ganz Gelatan, Satya das, wollen wir einfach noch ganz kurz miteinander einfach hier sein. Einfach zu spüren und selbst zu spüren. Und selbst spüren, jetzt gerade, jetzt in diesem Moment. Völlig entspannt. Einfach sein. Kein Tun, kein Denken ist jetzt notwendig. Es genügt einfach, einfach nur zu sein. Genau das, hier und jetzt. Okay. Gut. Danke für eure Aufmerksamkeit. War sehr schön mit euch. Ja. Und danke auch, also danke euch auch vielmals. Genau, wir haben Ostern. Ja, schön. Bis zum nächsten Mal. Auch schöne Ostern, schönen Abend. Ciao.